Start. So, willkommen zurück. Ja, mal. Welcome back to the room. Ich kann die Aufnahme nicht starten, bitte. Haha. Okay, ja. Während Martin noch Aufnahmeprobleme hat, fangen wir schon mal an. Wir befinden uns in der MS Erdgollum. Und da jetzt die Kisten durch den Neuanfang, ungewollten Neuanfang, alle leer sind, können wir die auch mal hier unten raushauen. Perhaps ist abgestürzt. Was ist abgestürzt? Perhaps ist abgestürzt. Bei ach so, dann startet es eben neu. Ja, können wir sie hier raushauen und nach oben verfrachten. Was kommt hier eigentlich noch alles rein? Hauptsächlich Energie. Wo ist eigentlich dieses Gravitationsmodul hin? Ich glaube, das haben wir hier schon eins gehabt. Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Okay. Keine Ahnung, wo es hin ist. So. Das ist vorne, glaube ich. Warte, ich schau mal kurz. So, ja. Endlich startet die Aufnahme auch mal bei mir. Ja, und dann nochmal ein Hallo für Martins Aufnahme. Hallo. Hallo. Hallo, geh ich sterben. Ciao. Ja. Das Gravitationsmodul 1 ist, glaube ich, nein, auch nicht. Wir hatten nur 1. Wir hatten gar keins, scheinbar. Doch. Wir hatten 1, doch. Und wenn das nicht, war mit. Das so. War beim. Tobi, du wolltest auch was einlagern, ne? Auch. Erz und so. Okay. Okay, das sind ja die Crewräume hier. Müssen wir hinten den Lagerraum irgendwie zurechtstecken. Hier oben ist noch viel Platz. Ja, aber ich weiß noch nicht, wie ich hier die Räume einteile. Okay, weißt du was? Ich schau kurz, wo hier die Räume anfangen. Was war das gerade für ein seltsames Manöver von mir? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. So. Okay. Tobi, hier oben habe ich jetzt Kisten hingesetzt. 2, 3. 2, 3. Ich denke mal, es wird erstmal reichen, ne? Ich brauche nur eine eigentlich. Wo ich jetzt erstmal, reinmache. Mhm. Weil wir, wenn wir jetzt noch keinen Lagerraum haben und so. Und so. Wenn ich jetzt richtig mit der anderen. So, letzte Folge hatte ich gesagt, ich wollte Schilde. Schilde, genau, ich wollte Schilde machen. Ich wollte Schilde machen. Verdammt! Ich wollte Schilde machen. So. Schilde wollte ich in die MS Erdgollum reinhauen. Schilde! Genau. Epic Tale of History. Und das tue ich jetzt auch, aber dafür sollten wir erstmal sicherstellen, dass die MS Erdgollum auch genug Energie zur Verfügung hat, um diese denn auch, gut bei Laune zu halten, ne? Ach shit. Tobi, die kommt da nicht rein. Du hast gar keinen Eingang. Ja, bitte lass das so, okay. So, dann sage ich mal 3 von der Wand weg, das passt. Man hat mir jetzt gerade in Skype geschrieben, hat man euch auch zufällig gerade geschrieben? Nein. Ich bin auch beschäftigt, soweit ich weiß. Ja, hatte ich wohl vor, mich auch beschäftigt zu stellen. Das ignorierst du das oder schaust du gerade nach? Ich versuch's zu ignorieren. Wenn man mich jetzt ein zweites Mal anschreibt, dann werde ich kurz nachschauen und mich auch beschäftigt stellen. Dann wird die Aufnahme abschmieren. So. Hast du gerade den Klotz einfach nur vergrößert? Ja. Aha. Was? Ich habe jetzt gedacht, du machst das so ein bisschen reinartig, sodass man da durchherlaufen kann oder so. Nee, ich mach die jetzt zusammen. Aha. Ist da noch der Schiffskern drin? Ja, da ist der Schiffskern drin. Ich stell mich mal hier rein und halte den Platz frei. Mhm. So. Wollen wir die Building-Blöcke mal umstellen? Könnte machen. Wir können die nicht abbauen, weil du dran bist. Achso, warte. Ja, dann. Dann reiß die ab und stell die mal irgendwo hin, wo sie richtig sind. Beispielsweise ins Kopf. Warte, da steige ich lieber für aus. Weil ich glaube, ich war in einem drinne.
Dann musst du jetzt in den Schiffskern, um die besetzen zu können. So. Ich kaufe mir mein Schiff. Wie schaut es eigentlich aus mit... wir brauchen noch viele oder mehr oder weniger halt mal ein paar Gravity-Moduls. Module-Moduls. Kauf! Jo, genau. Brauchst du kein Geld? Warte. Ja doch, ich hab Geld. Müsste bloß finden. Doch, sonst lief das doch viel besser. Ist doch voll komisch. Voll komisch. Wenn ich aufnehme. So. 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 Drei ich. Perfekt. Soll ich das denn hinmachen, das Gravity-Modul? Gleich. Das kannst. Also auf alle Fälle brauchen wir unten eins im Hangar später, aber primär sollte eins an der. Philipp, deine Black Crow gibt es noch. Ja, man hat mich nur rausgeschossen irgendwie. Also ich war auf einmal tot. Ja, Core ist halt... Overheating. Erwischt worden. Hier, du kannst es zwischen dem Abbau und Computer und dem Raketencomputer stellen. Das Gravity Unit. Also dann hat man es im Cockpit da. Dann muss man aber erst voll weit nach... Ja, eines zum Beispiel kommt da hin. Dann kommt natürlich in jedem Raum noch eins hin. Und beim Kernraum ebenfalls eins. Also, da. In meinem Kern, aber lass mich erst den Kern hier fertig bauen, bevor du das beim Kernraum baust. Wo hast du die Building Black Hände gesetzt? Beim Cockpit. Beim Cockpit. Alter. Oh, jetzt seht ihr, warum ich diese Funktion mit den vielen Blöcken auf einmal setzen nicht ganz so toll finde, weil man sich halt so schnell verbaut. Und dann hat man den Salat. Genau. Gut, jetzt ist es ja gerade hier mit Dreierblöcken, da ist das ja nicht ganz so schlimm. Aber da ist es das Problem vor der Tastatur. Bewegt sich gerade die... Ja, sie bewegt sich. Tobi. Ja, was? Ich hab's eben gerade neu ausgerichtet. So. Tobi wieder mit seinem Mindship sein Alten. Und lass mich doch. Ich bin ernsthaft gegen diese verkackten Fitze geknallt. Ja. Ja. Genau das bist du. Falls du da andocken willst, du passt da nicht rein. Ich pass da rein. Nein. Ich bin nicht fett! Du kannst da nicht andocken, Tobi. Das... Zwei... Mann, das... Ich lass es gleich. Ich mach noch den Piratenteilchen, dann lass ich es einfach. Der Pirat macht mir irgendwie überhaupt noch nicht mal Schaden, er versucht's noch nicht mal. Okay. Du kleiner Hacker. Wer ist ein Hacker? Martin? Martin. Tschüss. Warte mal, irgendwas stimmt immer jetzt doch nicht. Ach so, okay. Das ist zum Glück gar nicht verwirrend, wie man hier so umherfliegt. So, ich hätte eine nette Idee eigentlich, aber ich glaube die, scheiße. Du hättest eine nette Idee, du glaubst, aber sie ist scheiße, das ist keine nette Idee. Aber erzähl uns eine nette Idee, die scheiße wahrscheinlich ist. Ja. Das ist keine Idee. Doch. Gib ich Tobi recht. Ja. Warum? Ist die bei... Hier müssen noch Wände hin, dann kann ich euch das irgendwie erklären. Darf ich Wände und so setzen? Wo denn? Hier, beim Cockpit, rechts und links. Nee, beim Cockpit, da eher nicht, aber du kannst uns auf alle Fälle die... Also das... Wieso hast du den Gravity-Block jetzt da reingesetzt? Solltest du ihn dazwischen setzen? Mach den beim Eingang können. Ah! Er sieht da viel besser am Platz aus. Hatte dir genau gesagt, wo du ihn hin tun sollst. Nicht mal Befehle befolgen kann er.
Er sah da viel besser aus, ja? Nein, sah er nicht. Da guckt er nämlich unten in den Gang rein, wohlgemerkt, ne? Das ist dann das Problem. Hast du dieses symmetrisch bauen, dieses Teil da? Nee, hab ich nicht. Warum ist hier denn voll der rote Strich? Wo ist denn hier bitte voll der rote Strich? Bei mir ist hier voll der rote Strich immer voll durch die Erdglumm, siehst du? Nein, den sehe ich nicht. Ja, hast du wahrscheinlich das an. Okay, warte, wie mach ich das nochmal aus? Du hast diese XY-Achsen-Zeugs an, das ist es. Ey, ich bin echt zu dumm zum Treffen mit zielsuchenden Raketen. Okay. Wenn selbst das nicht hinbekommt, dann ist das wirklich arm. Gehört, Martin ist arm. Hm. So. Ach ja. Einmal, mich würde es ja mal interessieren, ob ihr, liebe Zuschauer, und ihr, liebe Mit-Let's-Player, also du und du, also Martin, Tobi, Fusel, ne? Die Volldeppen. Genau, die Volldeppen vom Dienst. Ob ihr eigentlich noch Fernsehen guckt? Ja. Selten. Selten. Einmal im Monat oder so. Mhm. Einmal im Monat. Jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe. Okay. So, und jetzt... genau. Also, bei mir ist es ja so, mit dem Fernsehschauen auch immer weniger. Jetzt nur so zwischendurch, wenn gerade irgendwas Interessantes läuft, dann schalte ich mal ein. Aber es ist nicht mehr so wie früher, dass man sich gesagt hat, oh, da kommt ein toller Film, den gucke ich jetzt aber. Nur nee, irgendwie... Also, brauchen wir noch Plexstores? Plexstores? Ich gucke im Moment die eine neue Serie auf Vox, die montags läuft. Ah, wie heißt sie denn? Arrow. Ah, von der habe ich gehört. Das war doch irgendwas mit so einem Bogenschützen, ne? Ja, die ist ziemlich gut. Okay. Also ich finde die richtig gut. Alter Fuse, du sollst die Dinger nicht in den Boden setzen. Da sind die aber noch viel besser. Der Boden dient in diesem Falle hier zum Schutz in der MSZ-Ground und den Protektoren. Verstehst du? Sollen sie fliegen in die Decke? Nein, sie sollen in die Wände. Was die denn? Gravity Units. Eins auf jeder Seite und dann passt das. Dann sieht es auch symmetrisch aus. Ich glaube, ich mache mir ein Schiff. Wieso macht das? Ja, Martin? Wieso was macht hauptsächlich nicht erstmal eins? Was hauptsächlich aus Cloakern besteht. Soweit ich weiß, braucht man nur einen Cloaker. Ja, was hauptsächlich aus gar nichts besteht. Was man dann übelst leicht cloaken kann. Okay. Und dann schalte ich die Piraten so aus. Einfach nur so ein Anti-Meta-Kanonen-Ding. Ein Cloaker und ein Antrieb und Dingen. Ich frage mich, wie lange das hält. Gute Frage. Wie lange man damit cloaken kann. Es kommt drauf an, wie viele wie viele Energiezeugs du hast und wie viele Blöcke. Muss man mal ein bisschen rumprobieren. So, jetzt hat man mich schon wieder angeschrieben. Ich hoffe, die jeweilige Person unterlässt dies. Dann stell Da müsste ich jetzt aber die Aufnahme unterbrechen. Und das möchte ich eigentlich nicht. Wieso hast du das nicht eigentlich während der Aufnahmepause gemacht? Gute Frage, nächste Frage. Warum sind Bananen krumm? Weil sie sich zur Sonne neigen. Oder weil ein paar bezieht ja. Also, ja, okay. Genau, jetzt brauche ich noch einen Ort, wo ich die ganzen Schilde hinpacke. Wenn du so von hinten rein, wenn du von hinten guckst, sind noch links und rechts zwischen dem Hangar und dem jetzigen Räumen noch links und rechts so große, lange. Ja, ich Räume, weiß, da kommen. Wo nichts drin ist. Da kommen noch gewisse Sachen rein. Also da kommen wahrscheinlich Energieblöcke rein und sowas. Und vielleicht dann auch Schilde. Weiß ich nicht. Do you know what you mean? Weil ich werde jetzt erstmal so einen Hauptschildraum ausfindig machen und der wird jetzt hier um den Waffencomputer sein.
schon wieder das falsche ausgewählt. So, jetzt aber. Scham dich. Nee. Aber nicht. Man hat uns ja mal gesagt, wir bräuchten so ungefähr für die MS Erdgolem grob geschätzt 5000 Schildsperser. Ja. Wäre das auch immer bei. Wenn wir uns wirklich in Kampf wagen sollen, dann kommt das hin, ja. Okay. So, dann brauchen wir noch 4800 so um den Dreh. Ja, dann solltest du wirklich in diesen Gang 2, 3, 4 rein. Schild. Dispersus ab. Ich werde jetzt erstmal die 218 hier platzieren, die ich im Inventar habe. Und besser gesagt mal hatte. Stehen jetzt schon zur Hälfte. Beinahe zur Hälfte. Yes, du hattest gesagt, Martin, bei Schilddisperren ist es egal, wie man sie setzt. Egal wo. Egal wie. Die gruppieren sich nicht. Dann ist ja gut. Dann ist wahrscheinlich, also ich will jetzt auf alle Fälle erstmal die Erdgolem-Schlacht bereit machen. Weil, jetzt gibt es ja mehrere Piraten, also mehrere Arten von Piratenstationen und anscheinend ja auch die Piratentruppen, wie Martin sagt. Richtig große. Die gab es schon immer. Richtig große meinst du, richtig große, wie gesagt. Richtig große meine ich. Und, schon immer. Ja, so große vielleicht nicht, aber egal. Jedenfalls sollten wir dann die MS Erdgolem so weit in Gefechtsbereitschaft bringen, dass wir dann halt auch mal, ja, platt machen können, ne? Die ganz einfach down machen. Alter, wieso fehlt denn hier immer irgendwas? Ist hier irgendwer, der immer was abbaut? Irgendwie fehlt beim Block immer, diesen Block, den ich hier aus Schildblöcken setze, fehlt da immer irgendwie so ein kleiner Block irgendwo. Im Hangar fehlt oben an der Decke ein schwarze Hülle. Ja, oh Mann, wieso? Was ist zur Hölle? Im Hangar fehlt oben. Ich weiß nicht. Decke. Ich suche gerade. Weißt du was? Jetzt nicht okay. Mehr. Puse, bist du hier irgendwie am Rumklicken auch noch beim Schiff? Achso. Ja, ich baue den rechten Flügel. Mhm. Okay. Zumindest hat es ja, mein ist relativ schwer gebaut. Ja, nein, überhaupt ja, doch, nicht. Ich dachte, ihr wolltet nicht mehr weiterbauen. Ja doch, jetzt irgendwie schon. Ja. Jetzt, wo man wieder ein bisschen Geld hat, also ich will jetzt nur eben die ganzen Schilddisperser hier verbrauchen. Und... In der einen Kiste sind ganz viele schwarze Hülle. Ja, aber ne? Wie gesagt, nur die Schilddisperser. Penser, Disperser, was auch immer. Penser. Und Schilddisperser. Penser. Von was machen wir jetzt eigentlich wieder die Rezepte? Schwarze Hülle, Glas, noch irgendwas? Ich glaube, das sind erstmal die, die wir auf alle Fälle brauchen. Glas naja, brauchen wir nicht. Wie auch immer. Nee. Glas bringt viel Geld. Schwarze Hülle brauchen wir auch nicht. Liquid Wedge brauchen wir dann. Wie viel brauchst du denn? Ja, genau, Liquid Wedge. Viel. Viel. Sehr viel. Über 5000 auf alle Fälle. So. Ich finde das doof, dass man Black Hole Red, also dass man die Ranches, also die Schrägen ziemlich selten findet und so verbaut. Wie was verbaut? Ja, diese Schrägen, diese schwarzen Schrägen und so, die findet man ja so verbaut ja, gar stimmt. Nicht. Finde ich übrigens schade. Ansonsten könnte man die halt so abreißen wie Glas, ne? Ja. Wäre aber irgendwie wiederum irgendwo zu einfach. Naja, guck dir das Glas an. Ist irgendwie zu einfach an Credits zu kommen. Glas bringt... Ja. Und Hülle an sich. Wo finde ich nochmal die... Das ist so schwer, Philipp. Wieso musstest du das so kompliziert bauen?
Schon ja. Wieder vorbei, Mensch. Sechs Fußesfrage beantworte ich dann in der nächsten Folge, warum ich es so kompliziert bauen musste. Bam, Cliffhanger. Bam, bam. Ich muss gleich weg. Genau, dann sind wir wahrscheinlich alleine. Ja, in letzter Zeit viele. Alleine meine ich meine Wenigkeit und die beiden. Ja. Also. Die beiden können. Genau, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.